Auf der Gynäkologie nehmen Christina Trautner und Hebamme Vanessa gleich die hochschwangere Anne in Empfang. Die 33-Jährige erwartet Zwillinge. Ihre Wehen scheinen ihr aber weniger auszumachen als ihrem Mann Tobias. Hallo, ich bin die Hebamme. Vanessa, hallo. Meine Frau ist schwanger. Hallo. Meine Frau ist schwanger. Der Schleimpropf, der hat sich schon abgelöst. Okay. Und Moment. Genau, mal ruhig durchatmen. Der Muttermund dürfte schon um 5 cm geöffnet sein. Okay. Das sind jetzt kleine. Haben Sie das untersucht, oder? Ich habe ein neues App, da testet man alles. Okay. Es kam auf die Gynäkologie die Familie Dreibach, Herr Dreibach mit seiner Frau. Und sie hatte schon gut kräftige Wehen, die sie auch schon verschnaufen musste. Deshalb sind wir da auch gleich in den Kreißsaal rübergegangen. Jetzt schon wieder. Alles wieder besser? Frau Dreibach, das hört sich ganz danach an, dass es losgeht. Ja. Schatz, die Kleinen können. Die Kleinen? Kleinen. Zwillinge? Ja. Oh, herzlichen Glückwunsch. Der werdende Vater hat sich minutiös über den Geburtsvorgang informiert. Außerdem will der engagierte Tobias alles mit seiner Kamera festhalten. Aber seine Apps und seine vielen Bücher konnten ihn nicht auf das vorbereiten, was gleich passieren wird. Oh. Geht's schon wieder weiter? Okay. Hey, Schatz, alles gut. So wie zu Hause. Atmen. Langsam atmen. So, dann schauen wir noch nach den Babys. Denen geht's ganz gut. Ja, die machen das ganz gut mit, die Wehen. Geht schon. So. Sehr gut. Ich guck mal eben, wie weit der Muttermund überhaupt schon ist, ja? Okay, jetzt nicht erschrecken. Nicht erschrecken. Oh, da ist ja schon, oh Gott, da ist ja schon 6-7 cm. Haben wir schon richtig was geschafft? Was? Oh, wie toll. Oh, woher wissen Sie denn das? Moment, da gucken wir wieder nach. Super schön. Ja, tatsächlich. Der eben war noch auf 5. Meine Güte, haben Sie das alles in Ihrer App? Ja, ist doch gut. 7 cm ist auch was rein. Und die App kann schon das erkennen, wie weit der Muttermund ist. Dann gucken wir aber ganz schnell, wie die Kinder liegen. Ne? Ich glaube, da schauen wir lieber noch mal direkt nach, um uns da zu versichern. Wissen wir überhaupt, was es wird? Mädchen. Ach, guck mal da. Da sehen Sie die beiden Köpfe. Herrlich. Zwei Mädchen? Okay. Wollen wir mal ganz kurz zusammen sprechen, Vanessa? Mhm. Ja, ja, ich sehe gerade schon. Mal ganz kurz, siehst du es? Ja. Ja. Im Ultraschall konnte man eindeutig sehen, dass der führende Zwilling, also der erste, in Querlage lag. Das ist eine geburtsunmögliche Position. Wir hätten das Kind überhaupt nicht zu fassen bekommen. Und die Konsequenz daraus ist ganz klar der Kaiserschnitt. Das erste Kind liegt total quer, liegt völlig quer. Keine Möglichkeit für eine normale Entbindung. Wir haben uns gerade abgesprochen, geht nur, einen Kaiserschnitt zu machen. Ein Kaiserschnitt? Ja. Und den werden wir jetzt machen, weil der Muttermund ist schon so weit offen, dass es sonst schwierig wird. Können wir nicht erstmal irgendwie umlagern? Nee. Das, glauben Sie mir, es bringt nichts. Wir haben zwei Kinder da drin und deren Leben steht jetzt hier einfach an. Ich weiß gar nicht, was für eine Nebenwirkung Kaiserschnitt hat. Kaiserschnitt ist keine Nebenwirkung. Gut, aber hier handelt es sich um eine geburtsunmögliche Lage. Also wir können das Kind quer. Ganz Ende. Atmen Sie schön. Da bin ich jetzt überhaupt kein Fan von. Ja, das glaube ich Ihnen gerne. Der Vater war so gut vorbereitet, dass er schon so ein bisschen übereifrig wirkte. Wir kannten den Grund nicht, warum das so war. Es ist ja auch toll, wenn er sich über eine App beliest und ein bisschen Bescheid weiß, aber er muss am Ball flach halten in so einer Situation, wenn es ernst ist. Wir wünschen uns immer, egal ob Hebamme, Arzt oder Schwester, dass man uns Vertrauen entgegenbringt. Wir wollen ja alles tun, dass es den Kindern gut geht und sie gut zur Welt kommen. Tobias hat Angst vor dem Kaiserschnitt und möchte seiner Frau Anne auch bei der Anästhesie beistehen. Ausnahmsweise erhält er daher die Erlaubnis, sie in den Einleitungsraum zu begleiten. Zu diesem Zeitpunkt ist noch nicht abzusehen, dass er ihr am Ende absolut keine Hilfe sein wird. Ja, jetzt versuchen Sie so einen richtigen. Noch ein bisschen. Vielleicht stellen Sie sich auf diese Seite und geben Ihrer Frau die Hand und halten Ihrer Frau die Hand. Okay, schaffe ich. Versuchen Sie einen Katzenbuckel zu machen, den Rücken so rund, wie es geht. Richtig krumm. Dass Herr Dreibach mit in den OP kommt bzw. in die Schleuse, ist schon eher ungewöhnlich. Letztendlich muss es die Anästhesistin entscheiden. Sie hat es okay gegeben. Wir wussten ja noch nicht, wie das Ganze dann ausgeht. Sogar im Einleitungsraum will der werdende Zwillingsvater die Ärzte noch zu einer normalen Geburt überreden. Warum Tobias solche Angst vor einem Kaiserschnitt hat, soll alle Beteiligten erschrecken. Und piekt und brennt. Achtung, jetzt. Gleich haben wir's. Gleich haben wir's. So. Herr Dreibach, holen Sie mal gut Luft jetzt. Sie sehen nicht gut aus. Herr Dreibach. Na, Herr Dreibach?
Ich lasse ihn raus. Oh, Leute. Macht ihr die Tür? Kümmert ihr euch um das? Ja. Richtig. Frau Dahlenbach, konzentrieren Sie sich. Wir sind raus. Herr Dreibach, versuchen Sie mal ganz normal Luft zu holen. Atmen Sie mal hier in den Beutel. Jawohl. Korrekt. Durch das hektische Luftholen verliert Tobias zu viel Kohlendioxid und hyperventiliert. Das CO2 nimmt er durch das Atmen in den Beutel wieder auf. Ihrer Frau geht's gut, da brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Ja, die ist in den besten Händen und Ihre Kinder auch. Ja, jetzt müssen Sie mal ein bisschen wieder ruhig werden, runterfahren und für Ihre Kinder dann nachher da sein. Okay? Okay. Was war denn jetzt so die Panik, die da kam? Eine lange Geschichte. Eigentlich will ich jetzt nur noch zu meiner Frau. Okay. Die ganze Situation mit Herrn Dreibach hat uns schon ein bisschen so vor ein Rätsel gestellt. Er war sehr aufgeregt. Dann kam das fast einer Todesangst, würde ich sagen, gleich, als wir da in diesem Schleusenraum drin waren. Da hatte man richtig das Gefühl, irgendwas ist da, was er nicht greifen kann, aber was ihm wahnsinnige Panik bereitet. Später hat er uns dann im Patientenzimmer, als die Zwillinge dann kamen, hat er uns dann rein Wein eingeschenkt. Nachdem sich Tobias beruhigt hat, schafft er es, die Geburt seiner Zwillinge im OP mitzuerleben. Wenig später warten die glücklichen Eltern und Annes Schwester auf die Babys, die noch bei der Erstuntersuchung sind. Jetzt wird auch deutlich, warum der Kindsvater so eine Panik vor einem Kaiserschnitt hatte. Familie Dreibach. Hallo. Um zwei Leute vermehrt, meine Herren. Wie geht's den Kleinen denn? Den Kleinen geht's bestens. Das sagt Ihnen die Hebamme aber gleich noch. Ich wollte mal sagen, wie gut alles gelaufen ist. Sie haben einen schönen Schnitt bekommen, der ist hinterher fantastisch für ein Bikini. Alles gut gelaufen. Wir mussten das machen, Herr Dreibach. Ich weiß, Sie waren da nicht erfreut. Aber wenn ein Kind quer liegt, geht es einfach nicht anders. Wir hätten es ja nicht rausbekommen. Wie denn? Hm? Aber ansonsten alles perfekt. Ich denke, dass Sie in ein paar Tagen hier schon wieder rumflitzen, in einer Woche nach Hause können. Da freut sich Ihr Mann. Was war denn da los, sagen Sie mal? Können Sie keine Nadel sehen? Sie wussten doch so viel, Sie hatten sich so gut vorbereitet. Vielleicht doch ein bisschen reingesteigert, ne? Habe ich gar nicht verstanden, dass Ihr Mann da so umgekippt ist. Ja, eigentlich. Geht's nicht gut, ne? Schatz, was ist denn los? Oh je. Ist doch alles gut mit unseren Babys. Ja, aber hat man eine andere Geschichte. Oh je. Früher habe ich halt noch, wo ich jünger war, ich hatte noch einen Bruder gehabt. Der ist halt durch einen natürlichen Kindstod gestorben. Und warum hast du mir das nie erzählt? Und ein Kaiserschnitt, das kann das als Nebenwirkung haben. Ach, nein. Das erklärt nein. Für uns natürlich auch einiges, Herr Dreibach. Na klar. Aber Mensch. Ein Kaiserschnitt hat ja mit einem plötzlichen Kindstod gar nichts zu tun. Da haben Sie sich bestimmt falsch belesen. Wenn der Vater uns das von Anfang an gesagt hätte, wie es um ihn steht, dann hätten wir sicherlich viel mehr Verständnis gehabt und hätten auch viele seiner Fragen und Einwände nicht als Besserwisserei empfunden. Das, was man ihm wirklich raten kann, damit er diese Mädchen auch in Ruhe aufwachsen lässt, ist, dass er sich wirklich in eine kurzfristige Therapie begibt, sich dort Hilfe holt. Und ich denke, das wird ein Bombenvater. Ach, süß. Schauen Sie mal. Gucken Sie mal in Ruhe. Ich verabschiede mich schon mal in der Zwischenzeit. Wünsche Ihnen alles Gute. Vielleicht Dankeschön. Sehen wir Sie noch mal irgendwann hier. Werden Sie ein guter Vater. Auf Wiedersehen. Das wird er bestimmt. Tschüsschen. Alles Gute. Auf Wiedersehen. Ciao. Jetzt können die frisch gebackenen Eltern endlich ihre gesunden Babys kennenlernen. Tobias wird klar, dass er seine Ängste verarbeiten muss, wenn er seinen Töchtern ein guter Vater sein will. Herr Dreibach, jetzt genießen Sie Ihre neue Familie, ja? Denken Sie jetzt an das, was vor Ihnen liegt und nicht was war, okay? Ja, Frau Dreibach ist jetzt ungefähr noch so 3 bis 4 Tage hier in der Klinik. Und wenn sie zu Hause ist, werde ich sie auch besuchen. Und dann werden wir auch dieses Thema mit dem plötzlichen Kindstod noch mal aufgreifen. Da gibt es einfach Risikofaktoren dafür. Da ist einmal das Schlafen in der Bauchlage, wo man nicht empfiehlt, weil die Kinder einfach die Atmung sich besser entfaltet, wenn die Kinder auf dem Rücken liegen. Zum Beispiel ist noch ein Risikofaktor, dass Eltern nicht in der Wohnung rauchen, wenn die Kinder dabei sind. Und ich denke, das sind alles so kleine Dinge, auf die man achten kann. Und somit dem Herr Dreibach dann auch gewisse Ängste einfach nehmen kann.
Bereits eine Woche später konnte Anne mit ihren Zwillingen die Klinik verlassen. Ihr Mann Tobias hat sich inzwischen in eine Therapie begeben und es gelingt ihm immer besser, mit seiner Angst umzugehen. Die beiden Mädchen halten die glücklichen Eltern ordentlich auf Trab.